Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Man sieht mich kaum, deswegen werde ich die Kiste mal beiseite packen. Na, am besten, ich packe sie mal auf den Boden. Come on. Ja, okay. Ihr seht wahrscheinlich schon im Titel. Ich werde mal so ein bisschen die Softbox drehen, damit ich nicht zu überbelichtet bin. Man sieht mich trotzdem, denke ich mal. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Gab ja schon länger von mir nichts mehr zu hören. Aber ich hatte jetzt einfach mal Bock, mal ein neues Video zu machen. Und Speicher reicht. Ich bin da, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe das die beiden Shirt an. Und ja, wir machen heute mal ein Neuzugänge-Video. Ich habe die letzten Monate ein bisschen was angesammelt. Ein bisschen was neu erworben. Und das möchte ich gerne mal zeigen. Was hier im Hintergrund so ein bisschen brummt, das kann ich euch mal zeigen. Das ist nämlich das erste, die erste Sache. Wir haben hier nämlich einmal, da schwimmen so ein paar Fische drin. Das ist so ein, seht ihr mal bei manchen YouTubern, bei manchen Streamern wahrscheinlich auch. Das leuchtet so schön im Dunkeln. Kann ich das euch mal eben zeigen? Da steht in der manchmal so im Hintergrund, das ist ganz schön. Das gab es mal im Restpostenladen da um die Ecke. Das habe ich dann mal gerne mal mitgenommen. Das habe ich jetzt mittlerweile auch schon ein paar Monate. So. Ja, einiges hat sich angesammelt. Das Video wird ein bisschen länger gehen. Ich hoffe, es freut euch soweit. Genau. Setup hier. Ja, ich würde mal sagen, schnack mal nicht lange. Und ich zeige euch mal das erste. Die erste Sache, die ich erhalten bekommen habe. Da haben wir hier die Nintendo Switch. Die türkisene, die habe ich zum Geburtstag bekommen. Hatte ich am Februar Geburtstag. Ich komme auch gleich noch zu den Spielen, die ich aktuell gespielt habe. Momentan spiele ich leider gar nichts. Ist aber schön, ich wollte schon seit Jahren eine Switch haben. Seitdem die rausgekommen ist, wollte ich eine Switch haben. Ich komme mich aber nicht entscheiden, wollte ich jetzt die Dockstation haben, also die etwas teurer, oder halt die Handheld-Version. Und dann habe ich, come on, Switch Lite, jetzt möchte ich sie haben. Ich habe mit der Wii U auch damals nur Handheld-mäßig gezockt. Hab's nicht bereut. Zock manchmal Pokémon Unite oder manchmal Yu-Gi-Oh! Master Duel. Habe ich noch ein paar Indie-Spiele, gibt es ja auch mal mittlerweile relativ viele im eShop mittlerweile. Und ja, ich möchte euch gerne mal die Spiele zeigen, die ich besitze im Moment. Das sind 3 Stück. Dann wird zum einen das Spiel, was ich als zuallererst bekommen habe. Genau, das ist hier Pokémon Strahlender Diamant. Genauso habe ich von meinem Bruder zum Geburtstag bekommen. Und hatte ich sehr viel Spaß mit, muss ich ehrlich gestehen. Das habe ich damals original auch schon gespielt auf dem DS. Mit 13 oder so, 2008 oder wann das war. Ich mochte diesen Style eigentlich ganz gerne. Also, mich hat das nicht gestört, dieser Chibi-Look. Fand ich eigentlich ganz cool. Nur bei den Bösewichten hätte das nicht so ganz so gepasst, fand ich. Die waren dann irgendwie, die konnte man nicht so ernst nehmen. Da bin ich ehrlich. Ja, kommen wir zum weiteren Titel. Habe ich mir selber gekauft dann. Auf eBay Kleinanzeigen. Bisschen weniger Geld ausgegeben als Neupreis. Super Mario Odyssey. Und das ist ein verdammt geiles Game. Ich habe jetzt nur die Story einmal durchgespielt. Es ist einfach nichts mehr. Mir fehlen die Anleitungen. Ich bin halt auch so ein Anleitungstyp. Ja. Habe ich auch endlich mal gezockt. Fand ich ziemlich geil. Hat mega Bock gemacht. Die Welten waren total schön, die es da gab. Grafik super geil und echt ein nices Game auf jeden Fall. Womit ich mich momentan nicht so anfreunden kann, das ist Breath of the Wild. Da gehen wahrscheinlich die Meinungen auch auseinander. Alle feiern das übelst ab. Ich muss ehrlich gestehen, ist nicht so meins irgendwie. Ich mag das nicht, dass es so eine offene Spielwelt hat. Da läufst du teilweise dir erstmal ein Apfel und ein Ei, bevor du mal vorankommst. Dafür habe ich die gar nicht mehr die Zeit.
Und dann vor allen Dingen, die gehen die Waffen mal so kaputt, irgendwie anfänglich noch. Und irgendwie wirkt die Welt so groß und so leer. Und irgendwie, ich muss mal gucken, dass ich das vielleicht irgendwann mal nochmal weiterspiele. Bin jetzt gerade im Kokiri-Wald. Und irgendwie, es wirkt so ein bisschen leer. Und dann kletterst du so auf. Also, überall gibt es was zu entdecken, natürlich, aber. Irgendwie ist das nicht so meins, aber ich bin auch nie so richtig der Zelda-Zocker gewesen. Wind Waker fand ich ganz geil, das mochten auch die allerwenigsten. Ja, machen wir mal weiter, sonst endet das Video niemals im Leben. Kommen wir mal zu den Zeitschriften. Da habe ich dann einmal. Ich bin ja, ich lese total gerne, ne? Also, deswegen. Und wenn man dann so in einem Buchladen arbeitet, dann ist das nochmal. Kriegt man ein bisschen Personalrabatt. Ja, China im Blickpunkt. Na, ich mag ja Korea ganz gerne, also Südkorea, K-Pop und so weiter und Seoul und die ganzen K-Dramen. Ich finde aber auch Dings, Japan ziemlich geil. Japanische Kultur und so. Und habe für mich die chinesische Kultur so ein bisschen entdeckt für mich. Bin damit noch nicht durch, also das lese ich aktuell noch. Könnt ihr mal sehen, wie schön das hier ist. Da haben sie sich richtig viel Mühe beigegeben. Alles Mögliche, das ist. Die Politik kommt hier, wird gar nicht behandelt, ne? Ist immer so ein kontrovers ziemlich. Aber das sind so alle möglichen Themen drin, ne? Das ist ganz cool. Da habe ich letztens erst gelesen, hier China ganz oben, ja? Da ist so eine 50-Jährige nochmal den Mount Everest bestiegen und so weiter. Ist ganz interessant alles. Viel Sport auch. Der BVB irgendwie hat seine Finger auch irgendwie in China so ein bisschen. Da bin ich gerade am Lesen. Hier bin ich sogar gerade tatsächlich. Also mit dem BVB. Und ja, bin gespannt, was das noch so zu bieten hat. Ist auch ziemlich viel Kultur. Ne? Auch schöne Bilder hier. China hat mir auch ein bisschen mehr zu bieten als nur Politik und Größen waren und keine Ahnung, also und genauso Menschen wie wir. Und wie soll ich sagen, sind halt Milliarden von Leuten, ne? Ja, womit ich aktuell fertig geworden bin, das ist die neueste Koneko. Die habe ich genossen, die kam irgendwie vor 2 Wochen raus oder so. Da wird auch hier ein bisschen das Schulsystem Japans behandelt. Und die neuesten Games halt und dann Animes werden hier mal empfohlen. Also, wer die Koneko noch nicht kennt, ja, generell ein paar Mangas werden vorgestellt. Was ich auch mal ganz cool finde, das sind die News haben wir hier. Und dann werden noch mal Cosplayer vorgestellt und Zeichner werden vorgestellt. Immer mal andere Leute. Kannst du dich noch so ein bisschen untereinander austauschen? Hier hast du noch Zeugs aus Japan, was es so neu gibt und all sowas. Und die hole ich mir alle 2 Monate. Es ist jetzt Mai, Juni. Ja, unter anderem mit Jujutsu Kaisen und Ghost Wire Tokyo zocke ich ja im Moment auch. Jetzt nicht mehr so viel, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, aber. Ja, das ist da auch so ein bisschen mit drin und kann ich nur sehr empfehlen. Genauso wie die Koneko Classic Volume 2. Die Volume 1 habe ich auch mal vor geraumer Zeit mir geholt gehabt. Die kam ja letztes Jahr raus. Das ist jetzt die zweite. Und das ist dann eine Ebbe für die älteren Hasen hier so mit Sailor Moon und mit den Studio Ghibli-Filmen und Best of the 80s und alles. Und dann. Vieles kenne ich auch noch gar nicht. Also, da sind doch teilweise Sachen dabei, die waren vor meiner Geburt. Ja, Digimon und was haben wir jetzt hier noch? Astro Boy und sowas wie. Ja, wir sind hier auf die Zeichenstile und ist auch ganz interessant hier. Pokémon, One Piece und dann hast du hier noch ein paar ja, geile Poster. Hier ist jetzt zum Beispiel. So ein Digimon-Poster ist noch mit dabei. Da sind auch Poster mit enthalten und
ja, generell Anime-Highlights 70er und 80er. Das ist schon schön. Also, da freue ich mich auch sehr, das zu lesen. Hier vorne, das ist mir mal ganz witzig, es gibt sogar noch Sticker. Wer von euch kennt denn jetzt hier noch Sticker? Hier, das sind so die Retro-Vibes. Also, ja, oder werden halt auch Animes vorgestellt, die jetzt schon ein bisschen älter sind, aber die man durchaus mal sich mal nachgucken kann. Hier Slam Dunk, Alter, das sind so ein Oldschool Basketball Anime. Ist ja auch cool, ne? Ich kann da gar nicht so genau drauf eingehen, aber da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf, die zu lesen. Ist halt auch so meine Kindheit, ne? Gut, kommen wir mal zur letzten. Koneko, die schon ein bisschen was älter ist, die gibt es sogar nicht mehr im Handel, aber die könnt ihr noch online bestellen. Die Koneko Sports, die habe ich mir für den Sommer oder für die wärmeren Tage aufgehoben, weil im Winter wollte ich die nicht lesen. Und da sind halt alles mögliche an Sportanimes drin. Bin jetzt nicht so der Sportfreund, keine Ahnung, bin nicht so der Sportler, aber sowas hier wie die Superkickers oder was gab es denn da noch so in vergangener Zeit? Ich weiß es gerade gar nicht, aber auch ein paar Sticker mit enthalten. Mila Superstar natürlich, ne? Also das habe ich dann vor geraumer Zeit mal geguckt. Letztes Jahr oder sowas. Zumindest so 50 Folgen. Auch ziemlich gut. Und kommen wir mal zu anderen Geschichten hier. Ich zeige jetzt einfach mal random ein paar Sachen in die Kamera. Ohne dass sie jetzt irgendwie kaputt gehen oder so. Es ist jede Menge, es ist eine ganze Kiste voll. Bei eBay Kleinanzeigen habe ich erstanden ein Windlicht, ein japanisches. Das kommt dann in unser Schlafzimmer. Das wird nur renoviert. Ist ein schickes im japanischen Stil. So ein Windlicht. Ich sehe jetzt erst, da kannst du ein Teelicht reinmachen. Das wusste ich gar nicht. Aber Windlicht, ne? Versteht sich natürlich. Ja, ist ziemlich schick. Und dazu gab es dann noch zusammen in dem Bundle noch diese beiden Figuren. Die kommen deko-technisch, stelle ich mal alle zusammen, denke ich mal. Das mache ich, denke ich mal. Ja, was habe ich noch? Den muss ich auch noch lesen, Leute. Das ist, den gibt es neu von Panini Manga. Einen neuen, schönen Star Wars Comic. Star Wars Wächter der Frills aus Rogue One, die beiden Charaktere, der Blinde und der mit der Waffe halt, mit seinen langen Haaren, die da auch ihren Auftritt hatten. Könnt euch den Buchrücken ja mal durchlesen, wenn ihr euch das vielleicht mal holen möchtet. Da stellt er scharf. Kann man das so ein bisschen erkennen? Ich hoffe doch, keine Ahnung. Den liest man komischerweise von links nach rechts, habe ich auch einen TikTok zu veröffentlicht. Und ja, ist halt ein Manga, aber auch irgendwie mehr oder weniger ein Comic. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, den zu lesen. Macht einen guten Eindruck. Ich finde das Cover auch ziemlich schön. Da freue ich mich sehr drauf. Machen wir mal weiter mit ich habe mir ja diesen Greifarm bestellt, den habe ich jetzt nicht nochmal hier, der steht jetzt unten, das ist im Süßigkeiten-Schrank. Den habe ich ja mir geholt und dann müssen hier nur Batterien rein, ich habe mir eine neue Spardose gekauft. Den einarmigen Banditen habe ich hier. Packst du Geld rein, die machen, wenn da zwei Batterien drin wären, dann würde der auch Sounds machen. Und ja, es ist eine kleine nette Spardose. Irgendwie, ich fand die ganz witzig, als ich die gesehen habe. Funktioniert doch eigentlich ganz gut. Was hätten wir jetzt hier? Hätten wir einen Jackpot? Nee, nicht ganz. Joa. Falsch. Ist halt ein einarmiger Bandit. Macht sich cool im Regal und ist halt eine witzige Spardose. Hier unten. Kommen dann halt. Ne, hier kommt das Geld dann wieder raus. Und ja, ist halt eine kleine nette Spielerei. Ich mag das. Ich mag so kleine Gadgets und sowas. Da stehe ich ja total drauf immer. Ich glaube, das Geld kommt hier vorne irgendwie rein. Hier oben ist auch noch was, keine Ahnung. Hier.
Ja, kleiner einarmiger Bandit. Habe ich damals bei eBay gekauft. Wir kommen mal zu den nächsten Sachen. Die habe ich letztens auf dem Flohmarkt gekauft. Da war leider nicht so viel los gewesen, weil es geregnet hatte und dann gab es da irgendwie nur so ein paar Stände. Aber ich habe mir mal ein paar Mangas gekauft. Und zwar Jura Makoto und die Liebe. Das ist halt auch ein bisschen älter. Ja. Ich müsste mal kurz gucken, aus welchem Jahr der ist. Von 2003 ist der. Oder aus den 90ern, aber 2003 wurde der im Deutschen veröffentlicht. Einmal Band 3 und Band 4 habe ich hier auch noch. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, mal Mangas zu sammeln, wenn ich sie günstig bekomme. Ich möchte gerne mal Mangas lesen. Ich habe hier noch Detektiv Conan, halt jede Menge. Dragon Ball und ein paar andere auch noch. Und ja, dann gab es hier auch noch Hellsing Nummer 8 von Panini. Ist auch relativ so ein ziemlich massiver Manga. Ist auch ein Klassiker, habe ich nie geguckt, Hellsing. Aber ist auch, glaube ich, von 2006 oder irgendwie sowas. Hellsing. Genau. Ich muss gerne mal gucken, dass ich die Sachen erstmal unterbringe und dann immer nach und nach lese, weil wenn ich die jetzt alle unten habe, dann platzt mir irgendwann die Bude. Come on, die habe ich jetzt einfach mal bei meiner oben genommen, weil die da unten rumlag. Die habe ich auch schon länger. Aber wer kennt sie von euch? Die Gameboy, was ist das? Ja, die Gameboy Advance Lupe. Ich weiß zwar nicht, wer mit Lupe gespielt hat, aber das ist auch nicht original von Nintendo, aber noch original verpackt. Das ist ein dritter Big Ben. Kennt jemand von euch noch Big Ben? Original verpackt, gab es dann so eine Trödelkiste. Für ganz, ganz wenig Geld. Aber das ist schon ein bisschen älter, aber ich wollte es einfach nochmal gezeigt haben. Ja, dann zeige ich, also ich bin letztens auf dem Flohmarkt gewesen, wir sind auch bald schon durch. Ich hätte gedacht, der dauert noch ein bisschen länger. Aber wie gesagt, hat sich ein bisschen was angesammelt. Und ja, also viel habe ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt alles das, was ich auf dem letzten Flohmarkt erstanden habe. Tatsächlich. Da haben wir zum einen eine Originalverpackung zu Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monster für den GBA. Eine Originalverpackung. Da habe ich mit dem Händler übelst gehandelt bei den Sachen, die er mir verkauft hat. Die OVP ist halt echt noch in einem richtig guten Zustand, finde ich. Haben wir hier auch nochmal das GBA-Spiel. Ja gut, und warum sammle ich die, ne? Game Boy Advance OVPs, die kriegt man auch relativ günstig. Und ja, Yu-Gi-Oh! Ist halt, ich liebe halt Yu-Gi-Oh! Macht sich schick in der Sammlung. Und die war jetzt auch nicht so teuer. Dann habe ich jetzt hier noch für den Game Boy Advance Lego Star Wars das Videospiel. Auch ganz witzig. Wusste ich gar nicht, dass es für den Game Boy Advance existiert hat. Wenn ihr mal so die Bilder anguckt. Für den Game Boy Advance, so qualitativ technisch, ist das schon echt in Ordnung gewesen. Ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. Originalpreis hat damals die ganzen Game Boy Advance Spiele, die haben ja zu seiner Zeit wo ist denn die Linse? Die haben ja zu seiner Zeit alle 40 Euro gekostet. Das ist sogar noch das Original Etikett dran. Und ja, die OVP ist nicht mehr in so einem guten Zustand gewesen. Das Pub-Inlay habe ich mal von Yu-Gi-Oh! Hier reingepackt. Aber kann sich immer noch sehen lassen, finde ich, oder? Ich sammle ja, wenn ich immer günstig an original verpackten Spielen komme, dann sammle ich ja, wenn es möglich ist, Nintendo Game 64 halt,
Und jetzt hier so Game Boy Advance und sowas in die Richtung. Außerdem, ihr wisst ja, ich mag japanische Kultur und alles, was mit Japan zu tun hat. Und dementsprechend will ich auch mal mit ein paar Rollenspiele oder generell so, wo ich denke, okay, die Cover sind ganz schön, mir auch mal in meine Sammlung tun, einfach mal so ein paar Japano-Spiele holen. Maximo für die PlayStation 2 habe ich so vorher auch noch nie gesehen. Ist auch tatsächlich eher mehr, wenn du dir das bestellen möchtest, irgendwie aus den Vereinigten Staaten. Also in Deutschland kriegst du das gar nicht so. Ist aber tatsächlich, ist das PAL? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, leider ohne Anleitung. Die CD sieht leider auch nicht mehr so gut aus. Die Hülle, habt ihr gesehen, auch nicht mehr so schön. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch funktioniert. Ich denke aber mal, das sollte noch funktionieren. Das will ich irgendwann gerne mal in einem Livestream zocken. Spieldauer in etwa 4 bis 5 Stunden. Ist ein 3D, ja, so ein JRPG. Bin mal gespannt. Das würde ich irgendwann gerne mal auf Twitch oder so streamen. Und dann mal auf YouTube mal irgendwie als Ganzes hochladen. Wenn ich es denn schaffe. Maximo. Das gab's alles im Paket mit Tekken. Tekken habe ich mir auch geholt. Ja, ist halt auch ein schönes japanisches Spiel. Tekken für die PlayStation 1. Ein Klassiker, ne? Leider musste ich das ein bisschen abreißen, weil die zusammengeklebt haben, die hier das Cover. Das ist jetzt hier ein bisschen angerissen. Und das ist dann hier der übste Überbleibsel. Bei der Anleitung sind noch ein paar Seiten lose. Spiel ist auch ein bisschen zerkratzt. Also ist halt wirklich nicht mehr in dem besten Zustand. Aber man findet ihr mal Tekken. Und wenn ihr Tekken findet, dann findet ihr es in einem guten Zustand für über 30 Euro. Also Tekken ist teilweise schon echt teuer. Und dann hast du hier wirklich so ein richtig schönes, ja, so eine schöne, ja, Anleitung gehabt. Die waren ja damals richtig massiv. Ja. So fürs Regal und ist halt Tekken, ist halt kultig. Ist halt ein tolles Spiel. War kampftechnisch auch ganz gut. Wobei die weiteren, späteren Teile waren dann ein bisschen besser, so Tekken 3 und so. Ja, das gab's noch dazu mit der Pokémon Soundtrack CD. Habe ich auch schon Probe gehört, funktioniert alles, die sieht auch noch aus wie neu. Da fehlt doch, glaube ich, irgendwie das Frontcover oder irgendwie sowas. Die sieht nämlich im Original ganz anders aus. Die ganzen Lieder sind drauf. Und das bockt sich einfach mal wieder, das zu hören. Ja, ist immer ganz schön, sowas mal wieder zu haben. CD wie neu. Wie als hätte die wirklich noch nie jemand benutzt. Und ja, ja, ziemlich cool. Ich stehe ja auch so, das mal total gerne. Und die habe ich alle in einem Bundle gekauft. Ja, außerdem, Flohmarkt, wo ich die Sachen her habe, habe ich mir auch noch einen Manga im Großformat gekauft. Sternenstaub. Das ist jetzt die erste Ausgabe. Das ist so ein Science-Fiction-Manga. Auch ganz schön. Schön große Seiten. Der ist von 2010. Und die Autorin, also die den Manga erstellt hat, die ist zu seiner Zeit, also es ist eine Deutsche und ich unterstütze das immer total, ich finde das total cool. Bin ich immer sehr gespannt, den mal zu lesen. Hier teilweise so, mal so ein bisschen in Farbe. Ist schon schön gemacht, das war so halt der Zeitgeist, ne? Ist auch schon wieder über 10 Jahre her. Aber
Den habe ich einfach mal mitgenommen. Der hat mich doch sehr angesprochen dann. Außerdem, jetzt werdet ihr wahrscheinlich lachen, der Tisch wird immer voller, habe ich mir eine faltbare Badewanne, so eine japanische, über eBay Kleinanzeigen gekauft. Ich habe keine Badewanne, ich habe nur eine Dusche zu Hause. Und ich finde die ziemlich cool. Ja. Das, so sieht das dann bei mir in etwa aus. Ich wollte jetzt nicht unbedingt ein Badewanne-Video machen. Sehr entspannend. Da passt man, da hat man noch genug Platz tatsächlich. Hier wird sogar beschrieben, das ist die Anleitung, wo das alles gefertigt worden ist, alles auf Japanisch. Und sowas kommst du gar nicht mal so leicht irgendwie. Und ich wollte schon immer mal so eine kompakte oder so eine mobile Badewanne haben halt. Ich wollte aber jetzt nicht irgendwie 100 Euro für eine Badewanne ausgeben, aber diese hier, die habe ich dann. Das ist die. Ist ganz schön. Ja. Qualitativ hochwertig, da bade ich gerne drin. Bin eh so der Badetyp. Und die Anleitung habe ich einfach mal mitgenommen, weil die Badewanne wollte ich so jetzt nicht irgendwie zeigen. Außerdem gab es gratis den Jujutsu Kaisen 0.5. Ja, Manga ist das ja nicht richtig, das ist ja so Infos zum zum Kinofilm, den ich mit meinem Bruder geguckt habe. Ja, so ein bisschen Charakterhintergrund. Außerdem gibt es Interviewfragen und so weiter. Ist ganz cool gemacht. Habe ich auch schon durchgelesen. In dem Sinne. Und das war's letztendlich. Das war's. Sonst ist es so gewesen. Ich habe jetzt hier noch einen Detektiv Conan Manga drin, den habe ich mal gelesen. Aber den habe ich auch schon viel, viel länger. Ja. Da habe ich schon ein halbes Jahr mit den anderen zusammen. Und ja, ich bin gerne auf Flohmärkte. Das war jetzt erstmal so das Video von meiner Ausbeute in den letzten Monaten. Da gab es auch mal immer mal wieder mal andere. Ich kann mich jetzt nicht, weiß gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich habe immer mal wieder was gekauft. Ja, wie soll ich sagen, bei dem Ding habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss, dass das irgendwie abfackelt, wenn ich da so ein Teelicht reinpacke. Da sollte aber eigentlich nichts passieren, weil das kein Papier ist, sondern das ist eher so Plastik. Naja, okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, das soll es mal gewesen sein, das ist jetzt diese Neuzugänge-Video gewesen. Ja, generell, ja, mal gucken, wann ich das hochladen werde, oder wann es das nächste Mal ein Video geben wird oder ein Funny Moments, muss ich mal gucken, oder wann es irgendwann mal das nächste Stream geben wird. Ich filme es auch mitten in der Nacht, ich habe morgen frei, ich sitze jetzt hier einsam und verlassen hier einmal am Tisch und nehme mir dieses Video auf und es geht einfach schon eine halbe Stunde. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen das zu entdecken und ich hoffe doch, ihr habt euch mal gefreut, mich mal wiederzusehen und ja, ein bisschen was für die Sammlung ist dabei gewesen, ein bisschen was zum Lesen und ja, für den Nintendo Switch werde ich mir höchstwahrscheinlich bald dann Kirby und das Vergessene Land holen, das gefällt mir dann glaube ich dann doch schon eher und ja, wie gesagt, bedanke mich dann fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich werde jetzt höchstwahrscheinlich hier weiterlesen. Ich werde ein bisschen einsortieren jetzt erstmal und dann werde ich China im Blickpunkt weiterlesen. Ja, Leute, also. Bis dann, ne? Haut rein, macht's gut.